Hallo meine Lieben, seid wieder herzlich gegrüßt auf meinem Kanal der Sachsenbauer. Ja, und was wir hier heute machen wollen, unschwer zu erkennen, wir wollen wieder LS19 spielen und ja, ich sag mal die Eingefleischten unter euch, die da schon mehrmals das ein oder andere Video von mir geschaut haben, die werden wissen, wenn ich dieses Bild, dieses Startbild zeige, ja, habe ich wieder mal Bock auf eine kleine Map-Vorstellung. Ja, und genau das möchte ich heute mit euch zusammen machen. Ich würde dazu wieder, wie üblich, einen neuen Spielstand beginnen. Suchen wir uns mal ein, ob wir noch was finden hier, was leer ist. Doch, die 8. Und wir beginnen als neuer Farmer. Und es soll sich um diese Karte handeln. Kleines Land heißt sie. Ja, schauen wir uns einfach mal um. Sollte eigentlich nicht allzu lange gehen, das Laden, genau. Und schon sind wir da. Jetzt werde ich bloß mal fix noch ein paar Einstellungen ändern. Zeit lassen wir normal laufen, Verkehr an. Automatischen Motorstart mag ich nicht. Jo, Helfer, den können wir lassen, wie er ist. Der wird nicht zum Einsatz kommen. Bruchzerstörung, ja, das bleibt alles an und ja, speichern kann ich allein. Gut, kleines Land. Und ich hatte vorhin gesagt, ich habe Bock auf eine kleine Map-Vorstellung. Bevor wir uns jetzt hier umschauen, ich mache mal kurz die PDA auf. Halt, falsche Richtung. So, und die ist natürlich doch recht übersichtlich. Und zwar wurde sie auch beschrieben im Mod-Hub als wahrscheinlich kleinste Map im Mod-Hub. Ja, weil sie besteht aus gerade mal 5 Feldern, 5 Wiesen und 2 Forstgebieten. Aber was das Schöne an der Karte ist, finde ich, es ist ein voll funktionierender Hof da. Ihr seht, ihr habt ein Farmhaus, ihr habt einen Hühnerstall, ihr habt ein Silo, eine Tankstelle und einen Kuhstall. Wer möchte, kann sich noch eine Schafweide und eine Pferdekoppel kaufen. Ja, und somit ist eigentlich alles da. Ist natürlich logischerweise eine Singleplayer-Karte. Aber ich könnte mir auch vorstellen, zu zweit hier drauf zu spielen. Und hier ist wirklich nur reiner LS gefordert. Da sind keine Produktionen, kein gar nichts. Also, ganz süßes, schnuckliges Ding. Die Karte ist 79 MB groß, also je nach Internetleitung von euch ist die in 0,nix runtergeladen. Ihr seht schon, KI-Verkehr ist auch vorhanden. Fährt langsam, ist auch der Standardverkehr. Ja gut. Was mir aber persönlich sehr gut an dieser Karte gefällt, ist, dass er auch für die Konsolen, für Xbox und für PlayStation erhältlich ist. Seasons, sowas stand nicht geschrieben, dass das, dass die Map Seasons ready ist. Aber, ja, nicht jeder mag das ja auch. So, und das ist unser Hof hier. Ihr braucht 2 Mods, fällt mir gerade noch ein, zur Map. Die sind aber mit verlinkt. Zum einen Gewächshäuser. Schauen wir uns dann noch an. Und hier dieses Gebäudepaket von Vertex Design. Aber wer sie im Mod-Hub runterlädt, der kann dort die Mods gleich dazu mitladen. Gut, also. Schöner, großer 3-Seiten, 4-Seiten-Hof. Ich würde ja sagen, 4 Seiten, oder? Korrigiert mich, wenn der Stall nicht dazugehört als 4. Seite, dann wäre es halt ein 3-Seiten-Hof. Aber egal. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Unterstellmöglichkeiten sehe ich schon. Und da ich als neuer Farmer begonnen habe, logischerweise auch Startfahrzeuge, Standardfahrzeuge.
Mal ein Bison-Drescher hat man auch nicht so oft. Aber die Felder sind ja auch nicht groß. Also die Karte ist wirklich nur für kleinere Maschinen geeignet. Ihr braucht da nicht mit dem, was weiß ich, 8R oder sonst was aufschlagen. Nee, hier werden kleine Sachen gebraucht. Jo, also wir sehen, wir haben einen Drescher. Hier haben wir auch noch eine Spritze stehen. Könnt ihr auch noch irgendwas einlagern, was weiß ich jetzt, was fällt mir ein? Big Packs mit Dünger, Kalk oder so. Und natürlich, dann gibt es jede Menge Unterstellmöglichkeiten. Schauen wir mal rein. Ups, das ging natürlich wieder voll auf die Nase, die Tür. Also, Hofsilo ist auch da. Kleiner Ladewagen. Also, ihr könnt hier sofort starten. Es war wohl geschrieben, ihr könnt in die Rolle des Bauers Kalle schlüpfen und hier diesen Hof, will ich vorsichtig machen, es ist eine Schiebetür, ja super, diesen Hof bewirtschaften. So, hier können wir drunter fahren, aus dem Hofsilo wieder die Sachen rausnehmen zum Verkaufen. Auch wieder Unterstellmöglichkeiten, Presse, Seitenmähwerk. Wender, alles da hier. Sieht ja richtig gut aus. Dann steht natürlich hier ein 500er Fendt zur Verfügung. Aber die vielen Punkte, wer vorhin genau hingeschaut hat, haben uns ja gezeigt, es scheint hier noch viel, viel mehr zu geben. Zum anderen noch eine Hoftankstelle. Ja, das ist die Rückseite, wo man dann ins Hofsilo reinfahren kann. Also für Drehschemel gar kein Problem, hier durchzufahren. Hier steht noch ein schöner Schlepper. Was ist denn das? Sieht aus wie ein MF. Kottefass. Das ist ja der kleinste, glaube ich, hier, der 5613. Ja, bin ich noch nie gefahren mit dem Ding. Den werden wir uns dann mal schnappen, um vielleicht ein bisschen auf der Map hier rumzugurken und noch ein bisschen was kennenzulernen. Jetzt gucken wir erstmal hier noch rein, was da so versteckt ist. Milchfass, Wasserfass. Also ist das volle Equipment da. Ihr könnt ja sofort losschlagen. Schwader, sogar ein Futtermischer. Einstreuhilfe. Super. Finde ich richtig gut. Kuhstall. Ich finde diesen Stall persönlich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ist ja kein Standardstall, ne? Ist ja auch einer aus diesem Paket von Vertex Design. Ja, und die Kühe haben auch hier die Möglichkeit rauszugehen und ja, frisches Gras zu schnabulieren. Können wir ja auch mal sehen, ob das funktioniert. Wir kaufen jetzt einfach mal 3, 4, 5 Kühe und schauen mal, ob die auch die Weide nutzen. Halt, hier sehe ich nichts richtig. Ja, wunderbar. Also, das funktioniert auch. Ja, und was mir eben auch an dieser Karte so positiv auffällt, diese Detailverliebtheit. Könnte jetzt einer sagen, na gut, auf so einer kleinen Karte. Aber ich habe schon verschiedene kleine Maps besucht. Gut, das ist wirklich die kleinste. Aber da hat man doch da und dort, naja, ein bisschen Lieblosigkeit gefunden. Gut, hier ist der Mapper wahrscheinlich nicht ganz fertig geworden. Nein, war Spaß. Ein bisschen Müll liegt halt rum, ne? Ich denke, dass es auf jedem Bauernhof irgendwo eine Ecke gibt, ja, wo halt noch ein bisschen was rumliegt, wenn es eine alte Badewanne ist. Aber hier, das ist eine alte Kartoffelschleuder. Sehr schön. So, was haben wir noch auf dem Hof? Wir haben noch einen Hühnerstall. Der steht ein Stück abseits. Da werden wir auch mal ein paar reinstecken. Jawohl, so habe ich mir das gedacht, dass die hier im Freien rumrennen.
Wenn er als neuer Farmer beginnt, wir schauen nochmal rein, gehört euch der Hof, die Wiese, wo wir jetzt davor stehen, und rechts das Feld 5. Es gibt auch auf dieser Karte, wir schauen mal hier rein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verkaufsstellen für Standardfrüchte. Hier sind natürlich bloß Standardfrüchte verbaut. Leider auch die von mir ungeliebte Baumwolle, weil ich habe es schon mehrmals gesagt, die hat in Europa für mich nichts zu suchen. Aber na gut. Ja, Standardfrüchte, bis auf Kartoffeln und Rüben könnt ihr die auch normal im Silo einlagern. Ja. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht dazu zu sagen hier. Es gibt auch auf dieser kleinen Karte Missionen. Ne? Also ihr könnt auch Aufträge erledigen. Natürlich, wenn er alle 5 Felder gekauft hat, dann wird es schwierig, da irgendwo noch eine Mission zu ergattern. Aber wer jetzt sagt, okay, ich will keine eigenen Flächen, der kann auch gerne diese Aufträge abarbeiten. Gut, also die Wiese hier gehört schon mal standardmäßig dazu. Die ist auch nicht unbedingt klein. Also kann man sofort anfangen, Heu machen, Silageballen machen, Kühe versorgen. Also auch wenn ich mich vielleicht nochmal wiederhole, für einen Singleplayer finde ich die Karte wunderschön. So, nehmen wir hier mal die Abkürzung. Schauen nochmal von vorne rein. Halt, nicht hochspringen. Aufmachen will ich. Wieder gab es die Tür vor die Nase. Ich glaube, es gab auch einen Schlaftrigger hier, aber der war vorn, wenn ich mich nicht irre. Halt. Falsche Richtung. Wie denn nun? Wo war denn der? Ich war schon mal ganz kurz spinsern hier auf der Karte, aber jetzt ist es gerade weg. Ich glaube, da hinten ist er. Einen kleinen Teich haben wir auch am Hof, ne? Da hinten dieses Gerät, ich will jetzt nicht da rein, da kriege ich bloß nasse Füße. Das ist eine alte Pumpe, da ist eine Wasserstelle. Dort könnt ihr Wasser holen, kostenlos. Ja, und hier ist noch ein bisschen der gemütliche Bereich. Abends hier schön mit einer Flasche Bier den Abend ausklingen lassen. Oder mit einer Flasche Wasser oder Cola oder sonst irgendwas. Ne? Und hier ist, glaube ich, der Schlaftrigger. Genau. Also, Mapper hat an alles gedacht, bin ich der Meinung. Ich will mal kurz auf meinen Spickzettel schauen. Ich hatte mir so ein paar Stichpunkte rausgeschrieben, aber das Wichtigste habe ich, denke ich, schon alles erwähnt. Ja, kleinste Map im Mod-Hub. Genauso wird sie beschrieben. Okay. Also, der Hof ist, wie gesagt, voll ausgestattet. Ihr könnt sofort loslegen. Und ich würde aber sagen, wir schauen uns mal noch ein bisschen um hier auf der kleinen Karte. Und dazu würde ich mal den MF nehmen, weil ich bin der Meinung, dass ich den im LS19 noch nie besessen bzw. gefahren habe. Den ganz kleinen. Also, machen wir das. Bringt schon mal an. Super Sache. Den Frontlader werde ich aber hier lassen. Den brauchen wir jetzt nicht zwingend. Überall schön Holzstapel und so. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass da ganz, ganz viel Liebe und Herzblut in die Karte eingeflossen ist. So. Links oder rechts? Wir entscheiden uns mal für links. Auch der Maprand sehr schön gemacht da hinten. Und da zeige ich euch dann noch eine kleine Besonderheit. Da
Das ist auch hier eine, ja, mehrere Verkaufsstellen, kann man sagen. Links ist der Landhandel, glaube ich. War das der Landhandel? Ja, genau. Das Seehotel und das Sägewerk. Das ist alles hier so ziemlich aufeinander. Hier haben wir das Seehotel. Wie heißt es? Hotel zum goldenen Gockel. 2 Sterne. Naja, gut. Die Sicht. Ich weiß nicht, ob es hier drüben Zimmer gibt. Die Sicht auf das Gebäude. Ja, gut. Da möchte ich dann noch keine 3 oder 4 Sterne haben, ne? Nee, Spaß. Da wird wahrscheinlich der Verkaufsträger hier sein. Aber auch sehr, sehr schön gemacht hier. Dieses Hotel. Kann man da rein? Nee. Seehotel liegt natürlich auch an einem See. Finde ich sehr schön. Auch hier wirklich alles schön ausmodelliert bis ins letzte Eck. Also bin ich mal echt gespannt auf eure Kommentare, was ihr sagt zu der kleinen Karte. Sehr, sehr nice, finde ich. Okay, also haben wir schon mal 2 Verkaufsstellen hier aufgesucht. Na gut, der Papierkorb von der Größe her passt, glaube ich, nicht ganz so zum Gebäude. Naja, aber wir wollen nicht meckern, um Gottes Willen. Also ich könnte mir schon vorstellen, auch auf dieser Karte da einfach zu spielen. Einfach LS spielen. In seiner ursprünglichsten Form. Einfach pflügen, grubbern, drillen, ernten, Tiere. So, da sind wir schon an der nächsten Station angekommen. Das sind diese Gewächshäuser in diesem Zusatzmod, von dem ich gesprochen hatte, den ihr euch mit runterladen müsst. Ja, kennt man ja sicherlich, ne? Mist rein, Wasser rein, dann habt ihr hier drinne Pflanzen stehen und die generieren euch ein stündliches oder tägliches Einkommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es abgerechnet wird. Ist ein nettes Feature. Gibt es auf jeden Fall ein paar Euro dafür. Und gut ist. Im Übrigen, wir können ja mal in die Garage schauen, fällt mir gerade ein. Da sehen wir die ganzen Fahrzeuge. Ihr könnt auch, wer das will, den ganzen Hof verkaufen, die Gebäude. Und euch was Eigenes hinstellen. Wobei ich der Meinung bin, der ist eigentlich so schön angeordnet. Man sollte gar nichts machen an der Karte. Einfach vielleicht Fahrzeuge tauschen und losspielen. So, aber wir fahren mal ein Stück weiter jetzt. Auch da hinten rechts, das kleine Dörfchen. Ist ja klar, ist der Maprand, ne? Aber wirklich schön gemacht. Die Karte hat Tiefe. Eigentlich hätten wir auch den Trecker stehen lassen können und laufen, ne? So klein ist die Karte. So. Und jetzt könnt ihr hier noch, wenn ihr wollt, die Schafweide und die Pferdekoppel kaufen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal, ne? Kaufen das mal. Zack, um einfach zu sehen, ob die Tierchen hier auch auf der Koppel rumlaufen. Na komm, ein paar mehr. Jawohl. Also. Und schon ist doch Leben in der Bude. Mit den Pferden wird es, denke ich mal, genauso sein. Ja, die haben auch hier ihren, ja, kleineren Auslauf. Man wird ja sicherlich hier keine 100 Pferde reinstellen wollen und auch können. Aber hier schön gemacht.
Sattelzeug. Das ist hier schon Futter? Nee, das ist Deko, oder? Nee, ist Deko. Okay. Ja gut, also kommen jetzt hier auch noch ein paar Pferdeln rein. Machen wir ein paar verschiedene. Zack. Und voilà. Auch die traben hier schön auf der Koppel rum. Aha, hier hinten ist Futter- und Wassertrigger. Also hier wird es dann mit dem Drehschema schon ein bisschen spannender, den hier rückwärts reinzudrücken. Aber ihr könnt ja, wie gesagt, die Fahrzeuge austauschen und euch einen Einachser-Kipper holen, den kleinen. Würde ich sowieso vielleicht sagen, macht sich besser auf der Karte hier, als wie so großes Gerät. Okay, und weiter geht die wilde Fahrt, will ich nicht sagen. Wir fahren schön gemütlich. Gehen mal ein bisschen mit der Kamera hoch, um hier von der Gegend was mitzukriegen. Das, denke ich, wird auch eine Verkaufsstelle sein. Lasst uns kurz schauen. Aber für was? Wolle? Wir müssen gucken. Die Scheune ist es. Aha. Also denke ich mal, hier vor der Tür Ballen oder loses Material abkippen, abladen, Geld kassieren. Wobei, ich habe gelernt, Stroh sollte man nicht verkaufen. Ne? Wer Stroh vom Feld verkauft, verkauft die Seele des Feldes. Tja, aber manchmal muss man es halt, ne? Um einfach Startkapital zu haben. So, dann haben wir hier einen ganz kleinen, gemütlichen Händler. Ist ja klar, dass hier kein Riesengebäude rumsteht. Auch, der hat die besten Zeiten auch hinter sich hier. Hier ein schöner alter Schlepper. Also, sehr, sehr schön detailliert. Hier rum. So, wir fahren. Halt, da kommt noch einer. Wir schauen mal, wie weit wir noch fahren. Ich würde mal schon nicht so schnell fahren wollen. Weil hier haben wir schon wieder Verkaufspunkt, Mühle. Ja, Gebäude kennt ja jeder, denke ich, ne? Die Gräbacher Mühle. Aber wirklich auch, der Mapper hat dran gedacht hier, wenn du mit dem Drehschemel gefahren kommst, den er uns ja mitgibt als neuer Former, kann man schön hier hinten rumdrehen und wieder raus. Fertig, aus, Mickey Mouse. So, den schaffen wir. So, und dann passen wir mal auf. Und jetzt passiert nämlich das. Und das finde ich wunderschön. Diesen Maprand ja, komplett unsichtbar zu machen. Aber wenn ich eben hier stehe, denke ich, die Karte geht weiter. Da bewegen sich die Bäume im Wind und, und. Aber ich renne gegen eine Wand. Also ich finde das sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Finde ich noch richtig, richtig schön. Also, hier geht's nicht mehr weiter. Jetzt mal diesen Weg. Und hier rechts hinten ist auch wieder der Maprand. Dieses Feld, was da rausguckt, dieses gepflügte, gegrubberte, da könnt ihr auch nicht hin.
dann hatte ich noch was gesehen. Da wollte ich mal hier hinterfahren. Vielleicht haben wir ja Glück. Und es kommt ein Fahrzeug gefahren. Jawohl, da hinten fährt ein Auto. Kommt jetzt gleich ins Bild. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen hier. Seht ihr das? Da hinten ist der KI-Verkehr. Aber auch hier ist der Mapprand. Aber eben, ja, bin ich schon ein bisschen sprachlos. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, hier steht natürlich die von mir so gehasste Baumwolle. Also die Baumwolle kann nichts dafür, aber eben auf einer europäischen Karte hat sie für mich nichts zu suchen. Wäre aber jetzt wirklich auch mein einziger Kritikpunkt. Den Seasons Mod oder dass die Karte Seasons Ready ist, das vermisse ich nicht. Mais Plus und sowas, wer geschickt ist und wer sich damit auskennt, kann sich das ja noch, denke ich, einbauen in die Karte. Ich gebe es ehrlich zu, ich krieg's nicht hin. Aber wer da einen kennt, der da einen kennt, ja, der könnte da nachhelfen. Tja, und hier ist der kleine, aber feine Ortskern. Hier laufen auch die üblich verdächtigen Leute rum. Und auch hier wieder, mal sehen, wie weit ich komme, ist der Maprand. So, hier ist Feierabend, weiter komme ich nicht. Aber sieht doch schön aus. Ist eine sehr, sehr elegante Lösung. Würde ich mir für... Oh, kommt ein Auto. Würde ich mir für viele, viele andere Maps auch wünschen. Statt irgendwo so ein Tunnel mit einem schwarzen Loch und ja, Feierabend. Also so kann man es auch lösen. Tja, und das war's dann aber auch schon, ne, mit der Map. Viel mehr ist hier nicht. Und doch finde ich, ist es nicht schlecht. Also ihr habt einen voll funktionierenden Hof. Habt jede Menge Unterstellmöglichkeiten. Und. Um hier loszuschlagen und ja, einfach LS19 zu spielen. Das finde ich, kommt manchmal viel zu kurz, ne? Es gibt viele schöne Karten, es gibt Karten mit tausenden Produktionen oder irgendwelchen actiongeladenen Dingen da drauf, die man ein- und ausschalten kann. Ja, aber Landwirtschaft kann man hier auf 5 Feldern, 5 Wiesen und 2 Forstgebieten spielen. Also, das soll es gewesen sein. Den Link zur Map mache ich noch unter die Videobeschreibung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Vielleicht noch ein Abo dazu, wäre riesig nett. Und ja, schreibt mir mal, was ihr von der Karte haltet. Vielleicht spielt sie auch der eine oder andere schon. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich aufs nächste Mal, vielleicht auch auf die nächste Map-Vorstellung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.